Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Heisenberg City und wir warten, bis da der neue Zug kommt. Und zwar der neue Heisenberg Express. Der zweite Zug, der gemacht wurde von Spieler 3600. Dankeschön dafür nochmal. Und jetzt mal gucken, wie das so ist, wenn wir nach da hinten düsen. Da steht er ja auch schon. Vielleicht hat er sogar schon jemanden dabei. Moment, da muss ich mal anders machen. Zack, das weg. Und jetzt müssten wir... Nee, können wir nicht. Müssen warten, bis er draußen ist, sonst erwische ich irgendwie nur den Bahnhof. Aha. Okay, dann ist das so. Jetzt haben wir nicht davonfahren, Kollege. Wir wollen mitfahren. Null. Gut. Das dürfte aber schon früher oder später funktionieren, dass hier auch Leute mitfahren. Und ansonsten ist auch egal. Dann fahren wir jetzt eben mal mit. So, hier aus Heisenberg City raus. Je nachdem haben wir noch ein bisschen Wartezeit, denn vor uns sind zwei weitere Züge von dieser Linie. Aber die haben ja auch ein gewisses Tempo. Also eigentlich sollte das schon gehen, dass man hier mehr oder weniger freie Fahrt hat. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir werden können, da ich jetzt gar nicht darauf geachtet habe, wie schnell die Lokomotiven und Wagen sind. Aber wir werden es unten sehen. Ich schätze mal irgendwo um die 160 rum. Vielleicht sind sogar 200. Ist ja aber auch keine Raserstrecke. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, schön wird sie wahrscheinlich sein, die Strecke, nehme ich mal an. Denn da hinten, vor allem wenn wir dann Richtung Brilo reinkommen, da durch die Stadt durch, da hat es noch ein Wäldchen. Und so Sachen finde ich natürlich immer sehr, sehr nett. Hier die kurze Brücke, genau. Dann geht es hier auf die Aufschüttung und dann auf die große Brücke. Unten der Straßenverkehr und dann geht es hinten ein bisschen den Berg hoch. Genau, da haben wir verhindert, dass wir in den Tunnel reinkommen, damit wir die Züge eben auch sehen. Auch wenn wir jetzt natürlich mit den Zügen durch die Tunnel durchfahren können, das ist ja alles schön und gut, aber wenn man die Anlage ja ein bisschen von oben betrachtet oder so, dann sieht man Züge, die im Tunnel drin sind, halt nicht. Deswegen möchte ich, wenn es irgendwie geht, jeweils lieber ja über den Berg rüber. Wenn wir dann aber diese ICE-Strecke machen, die ich in der letzten Folge angesprochen habe, jene, welche dann die gerade bestehende ersetzen wird, weil die Züge zu teuer sind, da werden wir es dann tatsächlich immer so machen, dass wir nirgends ausweichen. Das gibt einfach eine ganz gerade Strecke. Das heißt im Umkehrschluss, entweder wir gehen in den Tunnel rein oder wir gehen auf eine Brücke, wenn irgendwas im Weg ist. Das werden wir dann sehen. Aber da wird es mit Sicherheit mehr als nur ein Tunnel geben. Da bin ich jetzt schon überzeugt von. So, ist ein bisschen eine Strecke in Niemandsland, stelle ich gerade fest, weil wir halt ja quer durch die Walachei fahren. Wir sind mal nicht am Streckenrand, sondern wir bewegen uns hier natürlich aufs Zentrum zu. Jetzt dürfte das noch das letzte Tunnel sein, oder täuscht das? Wir werden es gleich wissen. 160 haben wir drauf, okay. Also, dann ist entweder sind es die Wagen, die uns bremsen, oder die Lokomotive, das ist aber eigentlich auch egal. 160 ist ein angenehmes Tempo, würde ich mal sagen. Jetzt sieht man da unten doch mal noch ein Depot. Das ist bei diesem Güterbahnhof, der Lebensmittel herstellt. Das ist dieses Depot, wo man hinten auch rausfahren kann. Also beidseitig nutzbar. Ich staune gerade selber über meine Pfadfinderfähigkeiten. Aber irgendwie, ich weiß es noch, weil wir es ja erst gerade gebaut haben, dass das hier lang führt. Die 160, die haben wir relativ stetig drauf. Das ist natürlich sehr angenehm. Und jetzt geht es hier in Richtung Städtchen. Genau, jetzt geht es hier auf diese alte Trinfieberbrücke. Ich nenne die aber mal so, weil wir die eben bei Trinfieber schon hatten. Und da kommt schon der gelbe Heisenberg-Kollege zurück. Nett. So, und jetzt hier geht es durchs Städtchen durch. Also mal hier angeschnitten sozusagen und dann hinten ins Wäldchen und dann einmal Kurve. Und hier holen wir ein bisschen Anlauf, hüpf. So, da ist das angesprochene Wäldchen. So Sachen mag ich halt sehr. Wenn es irgendwie dann plötzlich tatsächlich in den Wald reingeht. Erinnert dann immer ein bisschen an Trainfieber Nordic DLC. Da ist der orange Heisenberg. Und das Nordic DLC bei Trainfieber, das fand ich halt schon klasse. Diese vielen, vielen Bäume, sehr cool. Ja, hier einmal durch und dann hier in unseren neuen Bahnhof rein. Jetzt haben wir eigentlich gesagt, dass wir hier, ich bleibe mal noch sitzen, dass wir hier noch eine Bushaltestelle bräuchten. Das werden wir mal noch kurz in Angriff nehmen, dass wir die Buslinie noch ein bisschen ausbauen hier. Ist ja ein cooles Städtchen, wirkt so ein bisschen verschlafen, hat aber doch, wenn man hier guckt, ein paar Gleise. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute dann nachher diesen Zug nutzen werden. Wir werden es rausfinden. Cool ist er ja geworden. So, haben wir den nochmal gesehen.
Gut, jetzt Bushaltestelle. Warum steht ihr denn alle hier? Ich dachte vorher schon, irgendwie so richtig vorwärts kommen die in der Stadt drin auch nicht mehr. Was ist denn hier? Aha, eine Bushaltestelle, die überlaufen ist. Was haben wir hier denn für Busse? Wenn wir mal gucken. Ich sehe gerade keinen. Deswegen mal Linie aufrufen. Diesen hier. Und dann sehen wir hier. Ach, im Ernst? Das sind hier tatsächlich noch diese kleinen... Ja, das sind eigentlich eher Taxis. Das werden wir mal schnell ändern. Ich möchte zwar primär ja auch in Städten alte Taxis, also eben im Prinzip Busse behalten, aber das ist dann doch ein bisschen gar wenig, weil man sieht, es ist überall überfüllt. Also Fahrzeugersatz, kommt der mal weg. Moment. Erstmal wählen. Irgendwas, was ein bisschen Kapazität hat. 21. Büssing 6500. Die Teile haben wir, glaube ich, noch nicht. Da haben wir auch 21. Ja, nehmen wir mal den. Dann haben wir doch noch was Älteres. Aber doch jemanden, der ein bisschen mehr Kapazitäten hat. Die werden wir jetzt gleich mal ersetzen. Dann brauche ich aber die Linie, wenn wir da hinten noch eine Haltestelle machen wollen. Schön, wie es hier klingt. Ja, das ist natürlich eine Dampflokomotive, die hier so wunderbar tutet. Und da kommt eh gerade noch ein anderer Zug an. Ja, und Leute haben wir hier natürlich auch ordentlich. Einiges bisschen. Okay. Müssen aber alle Strecken sein, die laufen. Oh, da fällt mir ein. Wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Wir kommen gleich zurück. Hier unten steht ja noch vermutlich die Lebensmittellinie nach Weißwasser, haben wir gesagt. Weil da kam die Meldung. Müsste doch eh irgendwo hier sein. Bist du so ein Zug? Weißwasser Brilo. War das nicht hier? Das war doch hier. Oh, ich das jetzt noch wüsste. Weil da kam die Meldung, dass dazu gesetzt werden muss. Und wir haben überall den Fahrzeugersatz aktiviert. Das heißt, wenn dann so eine Meldung kommt, dass ein Zug nicht zum Bahnhof kommt und deswegen nie ersetzt werden kann. Das war schon hier, aber wo war denn das? Wo stand denn der? Stand der nicht in der Nähe vom Bahnhof? War das überhaupt im Weißwasser? Fragen über Fragen. Ich dachte schon. Doch, das war hier unten, aber wo? Ah, hier, jetzt haben wir es gefunden. Genau, da haben wir doch die Lebensmittellinie. Der steht und der hier vorne steht. Jetzt gucken wir mal kurz, was der für ein Problem hat. Bei der Linie, wenn wir hier weiter düsen, dann haben wir wohl ein Signal hier vorne. Da haben wir eigentlich gar kein Problem. Da haben wir wohl im Umkehrschluss das Problem, dass der Zug sich wieder irgendwie verhängt hat. Wenn ich jetzt hier einmal drehe und wieder zurückdrehe, wird er fahren. Bin ich überzeugt? Ja, guck an. Schon setzt er sich in Gang. Ja, irgendwie wieder am Gleis rumgebastelt. Und das hat der Zug dann nicht auf die Reihe gekriegt. So, dann düst mal. Dann haben wir das erledigt. Dann können wir wieder hier rauf. Aber nicht nach Ibach, sondern hier oben war das. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, wo war es denn? Oh Gott, jetzt müsste ich den anderen Bahnhof wieder finden. Doch, war hier eigentlich in Ibach. Kann das sein? Wo ist hier der Bahnhof? Da steht auch einer. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir gerade machen wollten. Hier ist der Bahnhof. Das ist aber was ganz anderes. Guck mal, das ist ja auch ein Städtchen mittlerweile. Heiliges bisschen. Hier haben sie überall auch diese Häuser hingestellt. Wir werden es rausfinden. Das ist das Städtchen auch nicht. Hier ist es doch. Brilo. Na, also. Da haben wir hier den Bahnhof. Und da haben wir tatsächlich schon jemanden, der hier wartet. Das ist ja wunderbar. Vier Leute, obwohl wir nicht mal eine Bushaltestelle haben. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Taxistand. Nein, wir nehmen mal... Geht das hier? Da muss man eben auch immer gucken. Ja, das geht. Von wegen, ob es eben ist. Das Ganze halbwegs eben ist. Es versinkt hier ein bisschen. Man sieht es, aber das passt schon so. Jetzt bräuchte ich hier nochmal die Buslinie. Da haben wir gerade einen. Den haben sie schon ausgetauscht. Bus Brilo. Wie machen wir das am besten? Wir haben hier hinten gar nichts. Sollen wir die Strecke noch ein bisschen verlängern? Ich würde mal sagen, ja, das geht hier runter. Und geht dann da wieder rauf. Da könnten wir aber hier auch noch was mitnehmen. Das würde dann heißen, wir machen hier auch noch eine Haltestelle. Allerdings eine kleinere. Wenn wir hier rüber gehen. Ja, dann gehen wir mal hier rauf. Und halten hier noch. So, und dann kommen wir da oben wieder rein. Dann haben wir hier diesen Teil doch auch wenigstens ein bisschen mitgenommen. Das würde jetzt heißen, nach der 2, nach der Mittelstraße wollen wir hier hin. Und dann wollen wir hier rauf. Und dann wollen wir nach da. Und dann am Schluss bei der Feldstraße wollen wir hier hin. Und dann wollen wir noch hier hin. So, und dann müsste das passen. Das ist die Poststraße. Nach der Poststraße geht es wieder zur Mittelstraße.
nach da vorne. Interessante Streckenführung, aber okay. Ja, der muss natürlich hier rüber, damit er da rankommt. Sonst fährt er hier lang, muss dann rechts, muss er drehen. Also das ist eigentlich schon richtig. Gut, dann haben wir hier sogar noch ein bisschen was für die Buslinie getan. Und Leute haben wir hier auch schon. Das heißt, das Ganze funktioniert soweit. Gut, jetzt habe ich noch eine neue Mod installiert. Beziehungsweise die Mod, die gibt es schon länger. Ich habe mich irgendwie immer ein bisschen... ja, fast schon gewehrt dagegen, die zu installieren, weil sie relativ umfangreich ist. Das heißt, die greift hier doch ziemlich ins Spiel ein, auch ins Interface. Also hier unten, doch, ist noch da. Ich wollte gerade sagen, dieser Industriebutton ist weg, der ist aber da, der wird aber auch irgendwie modifiziert, das sieht man hier. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Mod heißt. Ach, du grüne Sonne, aufgeschrieben habe ich es mal, aber ich habe den Zettel bzw. die Datei nicht offen. Naja, es ist jedenfalls eine relativ umfangreiche Mod. Wobei, Moment, man kann ja schnell, wenn wir hier mal gucken. Also der Grund, warum ich sie installiert habe, war, weil ich endlich Kräne haben möchte für unsere Baustellen. Wenn wir hier schauen, irgendwo hier ist das doch. Genau, Smerk Werbeschilder. Irgendwie heißt die Smerk Assets, falls die jemand sucht. Und jetzt wollen wir aber nicht die Werbeschilder, sondern wir schauen mal, was wir hier alles haben. Das sind tonnenweise Sachen. Man kann die Höhe verändern des Ganzen. Man kann sogar die Breite verändern dieser einzelnen Sachen. Mal hier mal gucken. Das ist was ganz Kleines. Was bist du denn? Irgendwie eine Blumenschale. Ah, das ist halt wieder wie an Weihnachten. Man hat wieder ganz viele neue Sachen bekommen für seine Modelleisenbahnanlage. Das ist schon immer wieder cool. Aber wir schauen mal, was da sonst noch ist. Genau die Teile hier. Hier oben kann man das Ganze verändern. Wie gesagt, hier die Höheneinstellung und so weiter. Im Prinzip sind es alles Sachen, die es natürlich bei Transportfieber schon gab. Teilweise als Mods, teilweise nicht. Aber jetzt so gemacht, dass man eben Größe und Breite noch verändern kann. Hier zum Beispiel den Fußballplatz mit Tribüne. Sagenhaft. Völlig cool. Da können wir auch mal noch was basteln. Irgendwie Fußballplätze fehlen. Weißwasser hat, glaube ich, einen. Da hinterm Bahnhof haben wir mal einen gemacht. Aber so einen richtig schönen kleinen... mit eben ein bisschen, ja, hier noch, huch, eine Kirche, was macht die denn hier? Beim Fußballplatz. Das sind, glaube ich, einfach, ja, steht ja da, Gebäude. Okay, aber ein Fußballplatz hat es definitiv auch dabei. Wow, es ist schon krass. Aber eben, ich möchte jetzt eigentlich den Kran haben. Wir schauen mal, wo der Kran war. Baustelle, das klingt schon mal gut, hier hinten ist der. Und jetzt, wo haben wir... eine Baustelle. Wir haben zwei Baustellen. Eine ist in Wien. Das wäre irgendwo hier oben. Und dann hier unten. Genau, jetzt werden wir mit Sicherheit dann gerade einen Lag haben. Ich sehe es kaum. Jedes Mal, wenn man hier irgendwie hier hindüst. Ja, man muss nur drüber reden, dann geht's. So, jetzt haben wir hier viel Platz. Jetzt könnten wir hier bei der Baustelle noch ein bisschen was machen. Und das würde ich jetzt glatt tun. Mal schauen, was wir haben, was noch ein bisschen größer ist. Also primär mal den Kran. Wo haben wir den denn? Bin ich hier wieder verrutscht? Nein, hier ist der Kran. Ah, und da ist er doch. Höheneinstellung. Ich muss jetzt mal gucken. Das wird die Höhe sein, die er ab Boden hat. Da brauchen wir eigentlich 0. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir nicht den Kran größer kriegen. Aha, okay, das ist auch ab Boden. Das sieht man. Aber das ist natürlich cool. Da kann man aufs Hausdach im Prinzip einen Kran stellen. Dann sieht es aus, als würde da das Haus noch ein bisschen... gebaut oder ausgebaut, das ist alles nur Höhe. Wie kriege ich denn, ich weiß gar nicht, ob das geht, Höhe Asset, dass der höher ist, der Kran selber. Ich weiß nicht, ob das geht. Also die Breite geht irgendwie. Oh, okay, das ist die Breite. Das bringt in dem Sinn nicht viel. Steht ja auch Breiteneinstellung. Längeneinstellung. Ist der höher? Nö. Der ist doch nicht höher, wenn ich den so habe oder wenn ich ihn hier auf 0 habe. Nee, der ist eigentlich genau gleich groß. Naja, ist auch egal. Der muss ja auch nicht so riesig sein. Aber wie viele machen wir denn jetzt hier hin? Schon 1, 2, 3. Aber ich muss sagen, er ist mir zu wenig hoch. Wie kriege ich den höher? Höheneinstellung, ich... ja, eben nicht vom Boden runter. Nein, die Höhe des Krans. Der Modder wird wahrscheinlich denken, mein Gott, lies halt mal. Aber hier steht, Längeneinstellung in Prozent. Wenn wir hier 100% machen, der wird dann nicht höher. Was ist denn hier der Unterschied? Wenn ich zurückgehe, ne, der ist nicht höher. Und breiter brauchen wir ihn nicht. Naja, gut, wie auch immer. Oh, Moment, ist er jetzt höher geworden? Oh, da haben wir es doch. Ich wollte gerade aufgeben. Sehr schön. Dann darf er aber auch ein bisschen breiter noch werden, weil wenn er höher ist,
Ja, das ist ein Kran. So sieht ein Kran aus. Okay, jetzt drehen wir den aber noch ein bisschen. Der soll irgendwie hier hinten stehen. Einmal so. Dann hier hätte ich den gerne zwischen dem Gleis, dass man den im Prinzip wirklich auch noch sieht, wenn man oben durchdüst. Sehr cool. Hier vielleicht noch oder hier unten. Hier mal noch einen ranhängen. Und jetzt hätte ich gerne irgendwie noch ein paar so Gebäude. Und das würde ich dann glatt bei der anderen Baustelle eigentlich auch gerne machen. Wir haben ja sowieso noch eine weitere Baustelle, die wir noch nicht angefangen haben. Da, wo die Autobahn plötzlich aufhört mit der Brücke. Ja, das kann man so machen. Das kommt mal hier hin und eins daneben. Wie sieht das denn aus, wenn ich es drehe? Hat das einen Eingang? Oh, das hat einen Eingang. Okay, einmal Eingang hier, einmal daneben. So, das sind dann einfach im Prinzip die Baustellenhütten. Und das kann man jetzt natürlich, ja, bis zum Geht nicht mehr im Prinzip machen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch animierte Varianten gibt. Gibt es Kräne, die sich drehen? Ich glaube nicht. Kann man wahrscheinlich wieder nicht machen, weil es vom Spiel nicht vorgegeben wurde. Wäre natürlich auch schön. So, aber ich muss sagen, so Kräne, die sehen halt schon gleich, ja, relativ cool aus. Wir machen nochmal Pause und gehen noch schnell zu unserem anderen, zu unserer anderen Baustelle. Die ist nämlich hier oben. Aha, da haben sie jetzt tatsächlich schon Häuser hingestellt, sag mal. Tatsächlich. Die bauen uns hier in die Baustelle rein. Naja gut, das ist nicht verboten. Aber eine Baustelle ist hier natürlich trotzdem. Wenn ihr unbedingt hier wohnen oder arbeiten wollt, jo, dann macht mal. So, was haben wir hier noch Schönes? So, Zelte. Kann man natürlich auch gut brauchen. Zack. Ich gucke mir das jetzt mal in Ruhe alles ein bisschen an und setze immer mal wieder was hier hin. Zack, sind komplette Kleinigkeiten, aber ist natürlich einfach sensationell. Hier mit einem Klick hat man die. Einmal hier, einmal da. Dann liegt hier noch so eine Palette rum. Die wurde vergessen, die auch. Irgendwo hat einer noch sein Bier raufgestellt. So. Kran kommt gleich. Eben, erstmal kurz gucken, was wir hier nicht alles noch finden. So, hier ein paar Bretter. Hier. Das ist natürlich schön, wenn man irgendwann hier wieder zurückkommt und sich das ansieht, dann sieht es doch einfach cool aus, wenn man hier überall diese Sachen sieht. Das sind alles kleine Gimmicks, die das Ganze entsprechend aufwerten. So sehe ich das. Und eben, es ist doch ein bisschen wie Weihnachten. Weil, ja eben, früher hat man sich das dann für die Modelleisenbahn gekauft und fand genau diese Kiste jetzt hier sensationell. Weil sie einfach wunderbar irgendwie hier hingepasst hat. Sehr schön. Gut, was haben wir hier noch? Ich gucke trotzdem nochmal schnell. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit. So. Oh, auch ordentlich. Kann man hier vielleicht sogar auf die Straße stellen. Da müssten wir aber noch ein bisschen weiter runter. Halt, jetzt habe ich hier, also unten wären wir hier, wenn man guckt. Wo war jetzt das Teil, das ich gerade am Haken hatten? Das war das hier. Hier ist es halt nicht eben. Hier geht es ein bisschen aufwärts. Deswegen kann man das gar nicht richtig gerade platzieren. Aber wir können es vielleicht, wenn wir es ein bisschen drehen. Hier genau vors Haus stellen. Zack. Okay, hat doch wirklich gleich was. Stehen da eh noch welche? Guck mal, hier stehen auch welche. Die haben aber nicht wir hingestellt. Die hat das Spiel hingestellt. Hier, so eine Grube. Ist eigentlich Pflicht. Zack, einmal Grube. Gerne noch eine Grube irgendwo hier hinten. Machen wir mal hier noch hin. Gehört dann zwar nicht mehr zur Baustelle, aber die haben halt hier die Fabrik gefragt, ob sie hier nicht auch noch so ein Teil hinstellen können, weil ihnen ein bisschen der Platz ausgeht. Okay, liebe Leute, jetzt hättet ihr hier aber, wie gesagt, noch gerne einen Kran. Den kriegt er. Jetzt können wir hier eigentlich mit der Höheneinstellung wieder ein bisschen runter, dass er ein bisschen kleiner ist. Wobei, der ist mir dann doch fast wieder zu klein. Der sieht halt mächtiger aus, wenn er natürlich so aussieht. Also du kommst mal hier hin. Dann gegenüberliegend noch. Hier oben, weil da bauen sie auch schon. Mal so. Und einen noch in die andere Richtung. So eine Autobahn oder eine Straße bauen, das kostet Geld. Und erfordert natürlich vollen Einsatz. Wo würde der noch gut aussehen? Hier beim Gleis, dass man den noch sieht, wenn man hier durchdüst. Aber drehen in Richtung Baustelle. Zack. Dann gehen wir hier mal runter und gucken mal aus der Gleisperspektive. Ja, ist halt einfach eine Baustelle. Das ist relativ deutlich und einfach zu erkennen. Gut, liebe Freunde, jetzt würde ich sagen, wenn wir eh gerade beim Thema Baustelle sind,
Dann gehen wir jetzt mal nach da hinten und machen fertig, was wir angefangen haben beim Autobahnbau. Und Autobahnbau selber machen wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Wir werden aber erstmal noch gucken, ob wir hier noch irgendwas machen müssen in Sachen Zügen, wenn hier Güter und so weiter rumliegen, dass wir da noch was machen. Und danach geht es wieder zur Autobahn, ein bisschen hin und her. Jetzt müsste ich nur wissen, wo das genau war, wo wir diese Brücke haben, die nicht mehr weitergeht. Das war weiter hinten hier. Genau, hier war das. Genau, hier haben wir abgerissen, weil wir dann anders da reingegangen sind. Aha, jetzt sehe ich aber hier die LKWs. Guckt euch das mal an. Ganz frech. Die fahren hier einfach durchs Fahrverbot durch, weil hier hinten ist eigentlich Feierabend. Ach, weil er hier hoch müsst. Okay, da müsste man halt irgendwie... Da müsste man irgendwie eine Alternative schaffen, dass sie da hinkommen. Wie könnten wir das denn am besten machen? Also es ist ganz klar, wir werden hier kappen, damit sie hier nicht mehr durchfahren oder hier oben. Und machen denen hier eine Abfahrt. Dann machen wir mal ganz kurz Pause. Im Prinzip eine Behelfsumfahrung. Das heißt dann auch, das gibt nicht irgendwie eine sechsspurige Straße, sondern irgendwie sowas Kleines. Und ich würde ganz gerne eigentlich hier... Ah, genau. Hier rüber. So, okay. Einmal eine Kurve. Nach da. Das darf auch gerne einen Bahnübergang geben. Das stört mich nicht groß. So, hier hätten wir dann tatsächlich noch den Bahnübergang. Und hier unten durch kommen wir auch. Wenn wir das... schön hier präzise machen. Ah, ich muss jetzt in kleinen Schritten basteln. Das geht sonst nicht. Also wir gehen halt hier lang. Das ist ja dann eigentlich egal. So. Ah, genau unter der Brücke. Das wird schwierig. So, hier lang. Hier mit einer Kurve rein. Und dann geht es da vorne wieder in die Straße rein. Und wie kriegen wir jetzt die Fahrzeuge dazu, dass sie diese Straße nutzen? Ganz einfach, indem wir die andere kappen. Das müsste eigentlich gehen. Dann müssen sie sich nach einer Alternative umsehen. Ich lasse mal nicht laufen, sondern ich werde jetzt hier mal ein Stück kappen. Wenn ich das hier kappe, funktioniert das? Ja, das funktioniert. Wir nehmen das weg, drücken auf Play. Und jetzt mal gucken, was haben die für eine Linie oder wo führt die durch? Ja, genau so. Hier bei unserer Umfahrungsstraße. Wunderbar. Haben wir nicht noch ein Schild, das hier Umleitung signalisiert? Schön, wie sie zurückkommen. Ganz brav. Gut erzogen. Wir schauen mal. Bahnhof bringt nicht viel. Was haben wir hier denn noch alles? Schönes Fahrverbot haben wir eh gemacht. Im Prinzip, dass man hier links abbiegen muss. Eisenbahn, Eisenbahn, Achtung, Lichtsignal, Kreuzung, Stau. Eine Fahrspurverengung haben wir da noch gehabt. Eine Sackgasse. Im Prinzip ist es eine Sackgasse, aber da, wir haben hier eh Fahrverbot. Es wäre, nee, haben wir nicht. Es wäre eigentlich wichtiger gewesen, dass wir hier irgendwie so eine Art Umleitungsschild haben. Haben wir aber nicht. Okay, dann machen wir das anders. Wir machen nämlich hier auch schon ein paar Sachen hin, die wir hier haben. So, aber nicht Sessel, das bringt nicht viel. So Marktstände, ja, bringt auch nicht viel. Wenn, dann Baustellen, Sachen, Cargo, ja, Holz und Co. Halt alles, was ein bisschen dahingehend wirkt, dass man hier sicherlich nicht durchfährt. Das ist jetzt hier aber halt auch wieder... Ja, so ist besser. Der andere hat schon wieder ein bisschen in der Luft hängen gespielt. Hier noch ein bisschen. Vielleicht hier sogar noch so ein Holzstapel. Wozu der gebraucht wird bei der Baustelle, das wissen wir auch nicht. Das wissen nur die Leute von der Baustelle. Aber er ist halt hier im Weg. Okay. Einmal drehen. Ja, der fliegt halt auch. Weil es hier halt eben nicht eben ist. Das ist ein bisschen das Problem. Wäre es hier eben? Hier ist es eigentlich eben. Dann passt er eigentlich relativ gut hier hin. Zack, zack, mal drei Stück. Bei der Baustelle da vorne, also beziehungsweise bei der Brücke, da können wir natürlich schön mit Kran was machen. Und das hier werden wir jetzt noch kurz anders färben. Ja, einfach mit dem grauen Teil. Moment, Farbe. Wo haben wir denn das Anmal-Ding? Ich finde das irgendwie nie, wenn ich es hier so suche. Decorations. Das hier? Nö. Wahrscheinlich nicht. Nein. Eine Barriere. Ich finde komischerweise das Teil immer nur, wenn ich hier gucke. Aber wisst ihr was? Dann machen wir doch zuerst mal, bevor wir es anmalen, hier noch ein paar Laster hin. Trailer. Und dann mal grün und mal gucken. Ach, das ist nur der Anhänger. Truck. Truck und Trailer. Da haben wir es. Und Baumstämme drauf. Das ist auch bestens.
Warum nicht hier? Denn hier, dieser Bereich ist ja eigentlich auch gesperrt. Hier können sie auch nicht lang. Oh, da müssten wir da oben aber noch absperren. Dass sie hier nicht runterfahren. Das wäre dann hier. Drehen wir einmal. Dann gibt es noch irgendwelche Tafeln hin. So, nämlich auch Fahrverbot etc. Die Tafeln, die werde ich wieder finden. Ja, irgendwo hier unten. Zack. Fahrverbot, Fahrverbot, Fahrverbot. Haben wir hier. Einmal schick drehen. Zack, gesperrt. Hier auch gesperrt. Und dann bräuchten wir hier eigentlich noch eine Schranke. Haben wir auch irgendwo hier, dachte ich. Oder wo haben wir denn jetzt die Schranken? Wir gucken mal. Ist gar nicht so einfach, wenn man natürlich so viele Mods... Oh, da ist das Gemahle. Moment, dann malen wir zuerst. Wenn man so viele Mods hat, dann die alle wieder zu finden, ist nicht ohne. So, hier machen wir Asphalt. Denn hier gibt es eine Straße, die ist aber halt noch nicht wirklich fertig gebaut. Da ist eigentlich sozusagen erstmal geteert worden. Und den Rest machen wir dann später. So, wie sieht es hier oben aus? Gibt es ja auch noch was? Nein, im Prinzip nicht. Das würde ich glatt so lassen. Vielleicht, dass wir hier noch ein bisschen was machen. Außenrum. So, das ist Detailarbeit, aber eben, das macht das Ganze dann natürlich einfach noch ein bisschen cooler, würde ich mal behaupten. So, haben wir. Jetzt hier oben, was brauchte ich hier? Genau, eine Schranke. Wo haben wir die Schranken? Gleisbaustapel. Nein, aber kann man natürlich auch gebrauchen, wobei wir bauen hier kein Gleis. Nee, dann können wir es eigentlich nicht brauchen. Was wir hier machen, ist ja eine Brücke bauen, die Autobahn fertig bauen. Leute, gut, ich nehme jetzt halt, was ich gerade finde. Denn dann können wir... oh, aber haben wir nicht... Ich muss mal gucken, wenn wir jetzt... Haben wir Leute auch bei dieser neuen Mod, dass wir hier die Höhe verändern könnten? Da könnten wir eben Leute hier raufstellen. Sonst stehen sie einfach hier unten rum. Ist auch nicht verboten, aber... Wir stellen hier mal ein paar hin. Halt, aber Arbeiter hätten wir gerne. Das war hier. So, mit M. Da kann ich im Prinzip einfach auf M rotieren. Schreibt mal in den Kommentaren. Sehr gute Idee, danke dafür. So, hier vorne gerne auf der Autobahn auch noch ein paar Leute. Denn wie gesagt, das ist hier Baustelle. Hier fährt keiner durch. Zack, hier noch beim Gleisstapel einer. Dann haben wir eigentlich die Leute. Jetzt ist halt wie gesagt die Frage, ob wir nicht irgendwie noch Leute hier raufstellen könnten. Da müsste ich jetzt aber die ganze Mod wieder absuchen. Naja, wir können ja mal gucken. Hier wird es keine Leute haben. Was ist das hier? Sonstiges? Oh, heiliges bisschen. Ein Damm. Was ist das für ein Damm? Mit irgendwie einer kleinen Straße drauf. Wow. Ein Tipi. Oh. Auch nett. Oh, man kann sich hier natürlich... Ja, man wird aber nie mehr fertig. Das ist, glaube ich, dort die Tribüne. Ja, genau. Und das hier ist irgendwie ein Pfosten. Auch schön. Okay, dann haben wir das auch mal gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt alles gesucht habe. Gebäude. Oh, okay, der passt nicht hier hin. Der steht in Heisenberg City. Ein Leuchtturm können wir ja auch nicht brauchen. Das ist wieder eine Tribüne. Was ist das hier? Passt hier auch nicht hin. Ich fliege hier vom einen zum anderen. Werbeschilder, auch nett, aber nicht auf einer Baustelle. Besuchermagnet brauchen wir hier natürlich auch nicht. Taxi und Co. Bäume, nein. Wir brauchen irgendwie sowas in der Richtung. Wo war denn hier die Baustelle? Smirk Baustelle. Aha, das sind aber wieder diese Teile. Haben wir nicht hier vielleicht irgendwie eine Schranke? Nein. Ich hätte hier aber natürlich auch gerne noch ein paar Gebäude. Weil das ist ein massiver Bau hier. Das ist ganz klar. Da stehen dann auch ein paar Gebäude. Was haben wir hier sonst noch? Nicht bei den Höheneinstellungen. Wo waren die denn jetzt? Dass ich die auswähle. Höheneinstellung. Höhe Asset. Ist das nur dieses eine Baustellenhaus? Tatsächlich, das kann man hier nicht verändern. Okay. Dann drehen wir das mal noch. Das steht dann hier. Dann dürfte relativ klar sein, dass man hier noch nicht lang kann. Hier ist auch noch nicht geteert worden. Okay. Baustellenzelt. Das sind
Ist hier irgendwas verrutscht oder warum kann ich hier nicht andere Gebäude auswählen? Nee, das kann man aber nicht. Okay, das ist tatsächlich so, dass man dann hier nur die Zelte hat und da die Häuser. Dann kommen hier ein paar Zelte hin. Okay, das hätten wir auch. Dann sind wir schon wieder beim Kran. Da machen wir doch gleich mal den Kran hier hin. Hier brauchen wir aber keinen. Aber hier stehen mal welche bereit. Falls sie dann zum Einsatz kommen würden, hätte man sie da schon hingestellt gehabt. So, das dürfen ruhig ein paar sein, wenn es nach mir geht, weil eben, es ist halt eine Baustelle, eine große. Hier wird eine Autobahn gebaut. Hier gibt es natürlich dann auch definitiv was zu kranen. So, und jetzt muss ich natürlich mal gucken, ob wir da nicht einen raufkriegen. Hier wird es eigentlich angepasst. Höheneinstellung. Wir würden den tatsächlich hier hinkriegen. Er fliegt dann ein bisschen, aber okay. Machen wir mal. Und jetzt hier vorne auf der Brücke. Da müssen wir irgendwie die Höhe hinkriegen. Das dürfte gar nicht so einfach sein. Das ist noch zu weit unten. Wir gehen hier wieder auf 0. Hier sind wir auf 10. Machen wir hier mal 14. Ja, da fehlt noch ein Meter, würde ich sagen. Wieder auf 0. Was passiert denn, was hier man? Aha, da sind wir zu hoch. Immer noch ein bisschen. Ja, jetzt nähern wir uns langsam an. Wenn ich hier 17 mache. Wow, ich würde sagen, das passt doch perfekt. Doch, doch, der steht definitiv da auf der Autobahn. Einmal so, einmal drehen. Hier vorne noch einmal und hier noch einmal. Cool, gefällt mir jetzt schon. Jetzt brauche ich nur den aber wieder auf dem Boden. So, nochmal drehen. Und dann hätten wir das mit den Sachen. Ich würde jetzt hier gerne eigentlich vor allem noch ein paar Fahrzeuge haben. So, machen wir gleich. Wenn ich das hier abgeschlossen habe. Hier unten natürlich, in diesem Bereich hier dazwischen, da müssen wir auch noch einiges hinstellen. Nicht die Höhe, nein. Sondern die Art der Dekoration muss sich verändern. Okay, stehen auch noch da, warum auch immer. Und jetzt werden wir hier, würde ich sagen, aber mal noch ordentlich klotzen in Sachen Fahrzeuge, die hier hingehören. Wir müssen natürlich im Prinzip auch diese Caterpillar-Teile nochmal verwenden, ganz klar. Ich sehe aber auch gerade mal wieder, dass die Zeit davon fliegt. Das ist schon sagenhaft. Wenn man hier mal ein bisschen anfängt rumzumachen, irgendwie, das waren jetzt gefühlte, ich weiß nicht, 5 Minuten, 10 Minuten, jetzt ist schon wieder über eine halbe Stunde rum. Das ist ja schon, das ist ärgerlich sowas. Eigentlich möchte ich weiterspielen, das Problem ist, ich kann nicht mal. Ich muss jetzt noch was anderes erledigen. Aber dann machen wir hier natürlich in der nächsten Folge weiter. Dann gibt es hier Fahrzeuge und Co. Noch ein paar Lastwagen hier hin. Mal gucken, was wir hier sonst noch machen. Und dann haben wir das Thema Autobahn hier, also Autobahnbaustelle, dann auch abgeschlossen. Dann würde ich dazu übergehen, dass wir dann sicherlich die Besuchermagnete mal noch installieren, dass hier wirklich eben überall Verkehr ist. Okay, ich lasse mal laufen. Haben wir einen Zug? Ne, doch, da kommt einer. Den schnappen wir uns. Den sehen wir eh schön hier mit den Krähen zusammen. Wunderbar. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann auf Wiedersehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.